Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Deathrow und heute spielen wir Plague Tale Requiem weiter. Wir sind in Kapitel 8 angekommen, wir sind in See gestochen mit Amicia, Hugo, Anno und Sophia, der Piratencrew. Und mal sehen, wie es weitergeht. Ich denke mal, wir werden jetzt, denke ich, in den Kapitel werden, ich weiß nicht, ob wir in dem Kapitel direkt nach Lacuna kommen. Mal schauen. Let's go. Es dürfte auf jeden Fall cool werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Das Meer ist so ruhig. Nur wir und der Horizont. Genieß es. Ja, und keine bekloppten Söldner. Wir könnten mit Anno reden. Hier sind Sachen. Tiere. Vielleicht aus Afrika? Hugo scheint damit gespielt zu haben. Hoffentlich hat er nichts kaputt gemacht. Schlafen hat so gut getan. Räucherwerk. Das riecht so gut. Ketten? Ringe? Sophia ist ja mächtig elegant. Den ganzen Kram hier angucken. Kräuter und Salben. Hugo haben sie geholfen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Wo ist der? Wo ist Hugo? Wahrscheinlich unten. Er hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso Guyenne. Wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er nicht geschützt hat. Dich? Nein. Jemanden unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh, verstehe. Eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, was du meinst. Hey, ihr zwei! Das Segel zieht nach Backbord. Helft mir mal! Sie am Seil auf der anderen Seite. Ich lass meins ein bisschen locker. Verstanden. Geht klar. Da vorne ist Hugo. Das ist so toll. Bei mir ist alles gut. Anno? Bei mir auch. Gut gemacht. Was ist bei dem Bett? Wir legen uns ja nicht hin und schlafen dann, oder? Hübsches Bett. Unser Kapitän hat guten Geschmack. Nee. Das Mittelmeer. Lacuna müsste hier irgendwo sein. Hier? Oder vielleicht da? Mal unter Deck gehen und gucken, was da so abgeht. Sie hat hier unten wirklich tolle Schätze. Sie muss viel herumgekommen sein. Und jetzt verschachert sie das Zeug vermutlich illegal. Sieht auch schon ein bisschen besser aus, aber es sieht immer noch ganz schlimm aus. Bücher, die sind selten. Oh ja, die gehört Anno. Ich habe sein Schnarchen sogar noch im Sturm gehört. Wie man sie atmen hört. Dann reden wir nochmal mit Hugo. Hey, Seemann! Immer noch auf Posten? Gibt's was zu melden? Vielleicht eine Insel? Noch nicht. Aber es ist so schön. So viele Farben. Und ich habe riesige Fische gesehen. Und ein Delfin. Wow. Das ist schön. Hast du Mitnehmen? Lust, Zeit mit deiner alten Schwester zu verbringen? Du bist doch nicht alt. Du? Woher kennt Sophia eigentlich den Weg nach Lacuna? Sie hat hier bestimmt irgendwo Instrumente. Wir können sie auch fragen. Ja! Hallo. Hallo, die schrecklichen Geschwister des Sturms.
Ich glaube, da hat jemand eine Frage. Woher weißt du, wo es nach Lacuna geht? Das Meer ist so groß. Ganz einfach. Sirenen. Die kennen alle Routen. Was? Wo sind die? Kann ich sie sehen? Die sind ziemlich schüchtern. Deswegen benutze ich auch Instrumente und Karten. Ist kompliziert, aber ich bin schlau. Also? Oh, ja. Sirenen sind einfacher. Dürfen wir uns deine Instrumente mal angucken, Sophia? Klar, aber wenn ihr sie kaputt macht, werfe ich euch über Bord. Wirklich? Das war kein Witz. Der braucht nicht. Meer. Nur Meer. Wo man auch hinsieht. Wie kann es so viel Wasser geben? Weil... ich habe keinen blassen Schimmer. Aber es ist gut. Ja, es bringt uns nach Lacuna. Instrumente. Meinst du hier diese Karten? Er riecht komisch. Ja, riecht wie ein Dutzend verschiedener Orte gleichzeitig. Oder wie ein Pferd. Hey, schau mal. Wow. Ist das ein Diamant? Glaube ich nicht, aber es ist bestimmt wertvoll. Fass das lieber nicht an. Eine Karte des Mittelmeers. Die ist schön. Und praktisch. Damit erkennt Sophia, welche Insel die richtige ist. Die Armbrust hat uns das Leben gerettet. Ohne Joseph hätten wir es nicht geschafft. Er ist sicher froh, dass du sie hast. Ja. Ich versuche, ihr gerecht zu werden. Das war auch ein Ding mit Joseph. Das hat so gesessen. Das kam auch aus nichts. Der war super sympathisch und super nett. Dann ist er direkt gestorben. Voll traurig. Das eine Tier hat er auch runtergeworfen. Alles ihr? Ich denke schon. Das dürfte dich interessieren. Oh, was ist das? Ein Astrolabium. Vater hat mir erzählt, dass man damit nach den Sternen navigieren kann. Oh, probieren wir es aus? Vielleicht nachts mal sehen. Das ist ein Kompass. Sieh mal, ein Kompass. Darf ich mal? Ja, aber vorsichtig. Er ist schwer. Die Nadel zeigt dir immer an, wo Norden ist. Sie bewegt sich mit mir. Dann hör auf, dich zu bewegen. Hier! Die Insel liegt im Süden, oder? Genau, wo wir hinfahren. Darf ich damit spielen? Aber nicht kaputt machen, sonst kriegst du es mit Sophia zu tun. Nun sprich mit den anderen. Kletter hoch. Ja. Das war so eine entspannte Folge. So ein entspanntes Kapitel. Hugo und Amicia an Deck. Ja, wir kommen. Wissen wir. Aufgepasst, Kapitän Derun befiehlt, dass wir nach Süden fahren. Das sagt der Kompass. Also hört alle auf den Kompass. Oh, Kompass, unser großer Anführer. Wollen wir nochmal mit Sophia reden? Hey. Ja. Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du. Oh. Los, du wirst schon nirgendwo gegensegeln. Nein, das bleibt bestimmt nicht immer so friedlich. Und? Unbeschreiblich. Hoffentlich kommt kein Sturm. Der Ruf der See. Die Freiheit. Oder Piraten oder so. Dankeschön. Für all das hier. Danke, Arno. Ich bin eigentlich nicht nett. Oh. Er ist unmöglich, ich weiß. Es gibt Gründe dafür. Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, Amicia! Aber... Amicia! Oh. Die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm!
Und Hugo findet ihn auch nett. Das hat bestimmt auch seine Berechtigung. Da ist was, oder? Ja, sieht aus wie eine Insel. Das ist die. Oh, ich krieg Gänsehaut. Das ist sie. Lacuna. Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Was da doch ist. Wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja. Nur weil sie ihn geglaubt hat. Weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vaudor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Dass ihn das gesagt hat. Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und ich mag Sophia. Und Anno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Ich störe nicht gern, doch wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Denn jetzt hier noch Gespräch mit Sophia, um anzulegen, und sonst können wir ja nichts mehr machen, ne? Nichts mehr looten. Geh nochmal nach unten, vielleicht. Jetzt hier wahrscheinlich nichts getan, oder? Nö. Ja, ich denke mal, dann können wir mit Sophia auch sprechen. Und anlegen. Ein Ausguck hat das Ding nicht, ne? Da wohl jetzt erwartet auf der Insel? Da bin ich ja echt gespannt drauf. Söldner oder so dürften da ja eigentlich keine sein, oder? Guck, da gibt es sogar eine Stadt oder ein Dorf drauf. Eine Stadt. Oh, hoffentlich zerstören wir das nicht wieder mit den Ratten. Die Chancen stehen nicht schlecht dafür, dass wir die Ratten dahin bringen. Oh, bereit zum Entern! Tag! Werd ihr soweit, dann kommt! Ich zuerst! Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist, und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens. Hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Aber wie farbenfroh. Willkommen auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke! Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genieß die Festlichkeiten. Danke. Auf Wiedersehen. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Wie in meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe.
Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin, los! Ja! Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen, aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Hugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los! Bisschen verrückt ist es schon. Oh, das ist toll! So viele Farben und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Ja, ich frage mal. Hallo, mein Herr. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Gewürze? Später vielleicht. Wir haben von einem Teich gehört, der Leute heilen kann. Wisst ihr, wo der ist? Keine Ahnung. Aber während der hellen Tage kann man sich auf viele Arten segnen lassen. Ah, gut zu wissen. Gibt es auf der Insel einen großen Vogel? Wir haben einige hier und da. Vielleicht siehst du sie ja. Gut, danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Kein Teich, aber vielleicht Vögel. Ja. Direkt aus dem Garten unserer Mutter. Nicht so hilfreich. Vielleicht so ein Kräuter. Bestaunt meine Blumen. Perfekt für die Festlichkeit. Kräuterexperte. Vielleicht weiß der irgendwas. Ein Heilkundler. Saftiger Schweinebraten. Wer hat Appetit? Helle Stoffe. Perfektes Gewand für die hellen Tage. Hey. Olivenöl, Kräuter, alles für den perfekt gedeckten Tisch. Fische, groß und frisch, direkt aus dem Hafen. Also Gewürzfuzzi konnte uns nicht helfen. Wir brauchen noch Blumen zum Werfen für die Festlichkeiten. Greif zu! Salben, Salben gegen Blutergüsse, zwei zum Preis von einer. Wer verkauft die Salben hier? Da, warte. Hallo, mein Herr. Kennt ihr, gibt es hier einen Zauberteich mit Vögeln und Bäumen? Ich bin nicht von hier, weißt du. Ich besuche nur den Markt. Habt ihr vielleicht einen Vogel? Danke, mein Herr. Gern doch. Du bist so taktvoll, wie du groß bist. Was? Auf jeden Fall. Sehen wir uns weiter um. Hey, du Rempel. Vogel. Also, ich würde eigentlich so einen Kräuterexperten mal gerne fragen, aber irgendwie. Was geht hier ab? Alles klar. Dann fragen wir uns mal durch. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Vielleicht kann die Frau uns helfen. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich, ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling. Nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Ja, wir brauchen irgendeinen Heiler oder sowas, der sich hier ein bisschen auskennt. Oder so einen alten Weisen. Und alles so eine Random, so eine No-Names.
Praktikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Nein, das sind Wachen. Komm, ich kann's kaum erwarten. Oh, Amicia, können wir auch dahin? Klar, klingt nett. Was der Weg ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Die Musik hört sich ein bisschen gruselig an. Das ist gruselig, aber... ein bisschen nicht mehr... Ein Spiel mit Geschick! Wart einen Blick! Oh, ein Spiel! Das schauen wir uns an. Kostenlos! Es spielt euch die Aufmerksamkeit des Sohnes der Glutasche! Guten Tag! Können wir spielen? Das ist doch der Vogel bestimmt. Sicher doch! Wirf einfach durch jeden Kranz einen Topf. Wenn du keine Töpfe mehr hast, ist das Spiel vorbei. Wirf nie zweimal auf denselben Kranz. Alles klar? Gut, das will ich mal versuchen. Du gewinnst! Wenn nicht, bist du bei mir unten durch. Psst, muss mich konzentrieren. Ach, Mist. Oh, ganz schlecht. Was? Auf den Kranz? Ich dachte... Du schaffst das! Hä? Ich dachte, wir müssen da durchwerfen. Bei den einen habe ich das doch geschafft. Müssen wir jetzt da durch oder drauf werfen? Ja, weiter so. Danke. Aber auch nicht gut. Gut gemacht. Hör nicht auf ihn. Naja, schauen wir uns weiter um. Naja, ich weiß ja auch nicht. Mir wurden die Regeln nicht gut erklärt. Die Instruktionen waren unklar. Ich kann halt nur Leute mit einer Schleuder töten. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so traumhaft, ja. Inseln können nette kleine Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Gesang! Sie sind da, die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Das ist doch bestimmt der Phönix. Also schön, aufgepasst, bald geht's los. Los, schneller. Oder nicht? Letztes Jahr war grandios, ob Sie das übertreffen können? Naja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Jetzt habe ich die Mission gar nicht gelesen. Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert, die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Er ist ein Gott, ein Heidengott. Ein friedlicher. Ja. Das ist bestimmt dieser Phönix, oder? Der Sohn der Glutasche. Da bin ich Tänzer, mir ziemlich sicher. Amicia, Tänzer! Das sehe ich. Kannst du diesen Tanz, Anno? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stell ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Gesegnet Sie sei sind die Mutter. Hallo. Hallo? Gerade rechtzeitig. Wow. Na, möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so, preiset den Sohn. Warte, ich segne auch die Tänzer. Hugo, ihr seid alle gesegnet. Oh je. Fertig. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist eine Wucht, Kleiner. Folgen wir der Parade. Klar. Sind alle so nett. Ein bisschen Chaos. Sind alle super nett. Ich finde Segnen toll. Tja, warum wohl? Sie sind da oben. Schnell, schnell. Ganz ruhig. Wir holen sie schon ein. Die wissen bestimmt irgendwas.
Also die Religiösen hier. Gesegnet sei die Mutter! Die Mutter wird gesegnet gleich sprechen! Gesegnet sei die Mutter! Siehst du die vielen Leute? Die Mutter, die weiß vielleicht was. Gesegnet sei die Mutter! Sind richtig euphorisch. Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Oh nein. Er sieht ein bisschen unnett aus. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Hm? Emily, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Was der hat Mutter er nur? Des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, was? Der dieses heilige Land der. Vor Komm. Verseuchten Ratten und Krieg... Wer? Ratten. Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt, das hat seinen Preis. Nein. Vergiss es. Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Oh nein. Nein. Anno! Ich wusste es. Mist. Oh. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir. Holt das Mädchen! Toll! Nein, jetzt sind wir schon wieder im Arsch. Ja. Oh, nur dieser Affe, Alter. Ist richtig der Assi. Aber Anno! Zur Hölle mit ihm! Gott verdammt! Was ist hier los? Halt! Schnell! Nein, nein! Hey, hier da! Hier lang! Toll, ey. Anno ist so ein Affe, Alter. Ich wusste dass auch, da irgendwie da passiert noch irgendwas mit dem. Diese scheiß Abmachung. Davon hätte uns ja Hugo erzählen müssen. Oh, jetzt ist er ganz... Ich hätte es kommen sehen müssen. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Ganz ruhig. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht wieder auf ihrem Mord. Wir müssen zurück, und zwar möglichst diskret. Das ist doch mein... Und wenn Anno tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter. Hühners. Denk dran. Wir schaffen das. Oh. Zur Hölle, ja. Und Esels. Rüber mit. Wir sind in einem Stall. Hier muss doch was sein. Was soll denn hier sein? LB? Ah, okay. Da können wir ihn durchschicken. Für das Tor. Gehen wir mal kurz. Material haben wir nichts mehr. Ha, und da haben wir auch schon die erste Kiste. Dahinter müsste doch der Platz sein. Und jetzt ein bisschen. Wir schicken jetzt erstmal den Kleinen hier durch. Los, Hugo. Da oben können wir auch hochkrabbeln. Hugo? Besser doch. Ich öffne jetzt die Tür. Geh einen Schritt zurück. Hier, Zack. Schieb den Karren zurecht. Hugo? Hoch. Wie soll das denn machen? Na los. Warum hat Amo den Grafen eigentlich angegriffen? Er hat gesagt, dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat. Da hat er vielleicht seinen Kollegen, dem das Schild gehört, oder er hat doch eben diese so eine Anspielung darauf gemacht. Vielleicht hat er den Kollegen auf dem Gewissen. Kletter hoch. Komm,
Hoch mit dir. Ich wusste gleich, dass mit den Grafen was nicht stimmt. Der sah total. Der sah schon so böse aus irgendwie. Jetzt Vorsicht. Hallo, hallo, hallo. Hier müssen wir erstmal die Königskiste aufmachen. Ja. Was haben wir denn hier? Zack, zack, zack. Ups. Und wir können jetzt, glaube ich. Ups. Doch, war ja wichtig. Nee, war gar nicht wichtig. Wir können jetzt unendlich. Wenn ich das richtig verstehe. Ja, schon mal auf Vorrat ein bisschen was machen. Nicht wieder alles verwerten, weil das hat mich von des Öfteren halt gekostet. Der Graf wird angegriffen. Geh, ich halte auch schon nach den anderen. Komm, wir folgen ihm. Hab ich euch. Nein, nein, beeil dich. Runter. Die anderen sind weg, aber mein Vogel ist so gut wie drei Männer. Ein Falke, abgerichtet, um zu töten. Kannst du ihn aufhalten? Er ist zu schnell. Der würde mich erwischen. Wir müssen den Falken abwenden. Ich versuche, ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Mach dich bereit. Ich weiß, wo ihr seid. Ihr entkommt mir nicht. Der Falke reagiert schnell auf Sicht und Geräusche. Bleibe so oft wie möglich in Deckung. Lenke ihn mit deinen Werkzeugen ab. Werkzeugen und die Objekten aus der Umgebung ab. Okay. Alter. Was? Ach du heiliger Strohsack. Also wir können auch aus der Deckung Steine werfen. Der Vogel ist böse, aber dumm. Bleib einfach bei mir, dann wird alles gut. Ey, er ist nicht dumm. Er ist nur anders schlau. Können wir ihn dann nochmal raufwerfen? Reinwerfen und das richtig entfachen. Wir werfen hier noch was rein. Er ist so schnell. Ein Fehler und wir sind dran. Das habe ich gemerkt. Da! Zusammen. Irgendwann macht ihr einen Fehler. Da! Angriff! Und nun? Wir können. Vielleicht irgendwie. Eventuell bringt uns das, was ich. Lass ihn nochmal kurz. Töte sie! Los, schnapp sie dir, du lausiger Spatz! Das ist doch kein Spatz. Können wir da mal Teer reinwerfen? Bringt das was? Her war das doch, was das so aufflammen lässt. Oder müssen wir hier einfach nur weg? Komm schon, los! Das darf nicht der Vogel aus meinem Traum sein. Ist er nicht? Wir finden deinen Vogel. Flieg! Rüber mit dir! Ja, wir sind da! Weg hier! Hey, ist die. Sind wir los. Oh, das war knapp, aber geschafft. Der Vogel war, echt, war schlimm. Der war echt schlimm. Wo ist Anno verflucht? Man weiß es nicht. Hör mal, das sind Schwerter. Ja, ja, schnell.
Sie sind hier, der Graf lebt noch. Kannst du ihn aufhalten? Halt's Maul! Ich mach dich kalt, wie deine Männer. Du stirbst doch sowieso. Was sollen wir tun? Eine Armee? Ein Mädchen und ein Junge? Nein, warte! Viktor, halt! Oh Gott. Emily? Endlich jemand, der normal ist. Das ist die... nicht die Beherrschung. Sie half. Sie sind keine Gefahr. Natürlich. Ich töte deine Schlampe, Graf. Ich zeig dir, wie es ist, etwas zu verlieren. Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Sperrt ihn weg. Ich kümmere mich später. Woher kennt ihr dieses Biest? Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch her war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo. Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. In diesen Tagen feiern wir das Leben und den Frieden. Würdet ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine... Natürlich. Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Hugo war niemals in Gefahr, außer als der Vogel uns fast zerrissen hat, aber das zählt nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und das ist doch auch nicht korrekt mit Anno, oder? Ich meine, die richten ihn jetzt wahrscheinlich hin oder sowas. Der ist vielleicht ein Idiot, aber... Das hat er jetzt auch nicht verdient. Wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Haus? Unser Zuhause. Es ist unglaublich. Kommt, kommt rein. Folgen Grafen und der Gräfin. Wow, so groß. Hier läuft es ein bisschen unsauber. Und das ist nur ein kleiner Teil des Palasts. Oh, hättet ihr gerne ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Datteln? Was ist das? Eine Frucht, Hugo. Darf ich? Na komm. Natürlich, euer Gnaden. Hugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt. Aber bitte, hier bin ich nicht euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ihr selbst. Ja. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Lacuna eins. Vereint um den Sohn der Glutasche. Lecker! Haha, ein bon vivant. Vorsicht, die sind gehaltvoll. Und wo kommt ihr her? Cayenne. Hey, wir sind vor dem Krieg und der Pest geflohen und suchen ein besseres Leben. Wir hatten von dieser Insel gehört. Ihr seid hier genau richtig. Gehen wir weiter. Ihr seid sicher müde nach diesem... Abenteuer. Das ist großartig. Ich weiß. Essen. Ich freue mich auf unser Zimmer. Ja, und das läuft ein bisschen unschön. Na gut, das Agnes? Ist ja auch sehr farbenprächtig. Richte bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Sie ist ihre Mama? Nein, nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Mein Lieblingsort. Herrlich. Endlich. Die Becken sind gesäubert. Ja, sind sie nicht hübsch? Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Wo sind eure Eltern? Mama ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Hugo. Viktor, nicht so militärisch. Du kennst mich ja. Komm zu mir, Hugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier. Aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und sie sehen toll aus. Dank viel Liebe und Pflege. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser. Und wir brauchen guten Boden, Liebe und Pflege. Das Land steht euch offen, wenn ihr hier wachsen wollt. Aber das entscheidet die große Schwester, oder, Amicia? Vielen Dank. Das waren nette und wahre Worte. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Viktor? Natürlich. Komm, Hugo. Dieses Land ist stark. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Wir hätten sie mal fragen sollen. Wir schufen ihm zu Ehren die hellen Tage, in der Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns?
Zu Mutter und Vater. Und zum Volk. Wir beten nicht zu ihm als Gott, zu unserem tief schlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn, um sein Feuer zu erneuern. Das ist bestimmt der Phönix. Das wird jetzt da. Das ist er. Ich wette da drauf. Das muss der sein. So in der Gutasche. Auf dem Stein. Das ist mein Vogel. Moment. Wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art es euch beliebt? Sicher. Öko? Ich bete zum Vogel. Eine kleine Flamme. Doch hell in der Nacht. Auf dass er als Sonne, als Sohn erwacht. 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 Danke. Herzlichen Dank. Wollen wir gehen? Verzeihung, Mutter. Dürften wir für Vater beten? Öko? Ja. Ich verstehe, natürlich. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Lieber Vater. Öko, ist das wirklich dein Vogel? Sieh genau hin. Oh, ja. Ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und ich weiß es einfach. Gut. Der Tüter unter sieht aber gruselig aus. Gehen wir wieder zu ihm und erzählen hier niemandem was davon, ja? Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. Warum? Die könnten uns doch helfen. Bestimmt ist das schlau, denen das nicht zu sagen? Ja gut, dass er jetzt von dem Vogel geträumt ist hat, vielleicht nicht. Bereit? Ja, die neuen Roben sind herrlich. Es wird perfekt. Verzeihung. Oh. Wollen wir? Gerne. Wir danken euch, dass ihr dem Sohn so bereitwillig gehuldigt habt. Jedes Kind ist die Zukunft unserer Welt. Ein Kind kann alles verändern. Das ist überaus wahr. Wir sind da. Dem vertrauen können, ich weiß es nicht. Bitte sehr. Es wirkt auch alles so ein bisschen, wie, weiß ich nicht, merkwürdig. Das können wir nicht annehmen. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Shh. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend war eure Reise lang. Werdet ihr Anno töten? Öko! Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber du kannst als Zeugin für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Ja. Doch nun genug davon. Kommt etwas zur Ruhe. Und morgen könnt ihr gern Lacuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Ah, es ist ja... Danke. Dankeschön. Meine Gräfin? Das ist ja so, es ist delikat auf jeden Fall. Wisst ihr was? Auf den Betten kann man hüpfen. Ja! Das hört Hugo gern. Oh, das war ein schönes Kapitel, aber trotzdem. Schließe Kapitel 8 ab. Kapitel 9, Geschichten und Offenbarungen. Oh Mann. So, die Folge war dieses Mal nicht ganz so lang. Na gut, die vorletzten, also vor der letzten, die Folgen, die waren ja auch nur 45 Minuten. Also, ich finde 45 Minuten ist jetzt auch nicht so kurz. Ich mag gerne Stundenfolgen, aber 45 Minuten ist auch schon annehmbar auf jeden Fall. Also wir sind jetzt noch nicht so viel näher gekommen an den ganzen heilenden Wasser und so. Aber wir wissen schon mal ein bisschen mehr. Ja, mit Anno, das ist echt traurig. Ich hoffe, der wird nicht hingerichtet. Ich hoffe, wir können irgendwie für den sprechen und den vielleicht so, ja, irgendwie rausholen, rausboxen. Das hat er auch nicht verdient, hingerichtet zu werden. Ich meine, er hat uns ja geholfen und er hat sich ja auch, ja, schon davon zu jemandem, der uns umbringen wollte, hat er sich ja krass wegentwickelt, ne? Aber ob das so mit der Gräfin und dem Graf das Wahre ist und ob das jetzt wirklich das gelobte Land und das gelobte Paradies ist, ich weiß es nicht. Das wirkt auch so ein bisschen... Es ist fraglich, oder? Also irgendwie kriege ich trotzdem... Also es wirkt jetzt alles so ganz toll, aber irgendwie... Na, ich glaube dem Frieden noch nicht so ganz. Mal sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Definitiv. Ich hoffe, ihr fandet die Folge auch so gut. Euch hat sie auch so gut gefallen wie mir.
Und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge auch wieder. Bis dahin, wie immer, habt eine schöne Zeit. Ciao.